Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Optionshandel mit System in jeder Marktlage. Heute leider, ja, in Anführungsstrichen leider und auch in Anführungsstrichen nur mit Markus Runau. Ich freue mich trotzdem sehr, dass er hier mit uns dann die Veranstaltung macht. Der Thorsten ist leider heute verhindert. Deswegen danke, Markus, dass wir das Webinar trotzdem hier zusammen veranstalten können. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Wir schauen uns schnell den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Markus vielleicht die eine oder andere Idee entsprechend heute zeigt. So viel zu mir. Ich bleibe aber natürlich weiter hier mit dabei, aber gebe jetzt den Bildschirm ab und wünsche viel Spaß und viel Erfolg. Genau, ich muss bloß einmal kurz den Bildschirm wechseln und dann können wir loslegen. Genau, wir haben ja den Optionshandel mit Systemen in jeder Marktlage. Ihr seht das, oder? Jawohl. Ja, wunderbar. Genau. Risikohinweis bist du gerade schon durchgegangen und dann noch mal ganz kurz zu meiner Person. Ich mache ja das auch jetzt schon ein paar Jahre. Ich handle ja vor allem Cash Secured Puts, Strangles, Aktien Long. Ich mache das im Renditebrief auch für die World of Trading. Entwickle hier natürlich meinen Trade Scanner immer weiter und bin auch im Austausch mit diversen Trading-Kollegen und das macht auch immer ganz viel Spaß hier auch. Neue Systeme oder sowas zu testen, zu probieren und so weiter, wobei ich dann selber trotzdem meine altbewährten sehr gerne handle. Ja, man sieht es auch hier in der Kurve, das heißt, dass die doch sehr, sehr, sehr beständig ist, dass es immer schön am Steigen ist, mit nur klitzekleinen Zacken. Herr Thorsten ist ja heute leider nicht da, machen wir ein andermal wieder mit ihm. Genau, und wir gehen heute mal so ein bisschen wieder in die Praxis, dass wir durchschauen, was ist so der Gesamtmarkt, was sehe ich da drin, welche Sektoren machen Spaß, welche Einzelwerte, was kann man denn so finden. Genau, und dann, dass wir, wenn sich was ergibt, eben das auch mal eingeben in der TWS, das ist, glaube ich, ganz spannend. Und für uns natürlich auch immer ganz spannend, wenn auch immer mal wieder ein paar Fragen kommen, dass da so ein Gespräch auch drin ist. Dafür bin ich ja da. Genau, dann gehen wir mal durch. Wir gehen jetzt mal in den Trade Scanner hinein und schauen uns das mal kurz an. Wo steht das Marktmodell? Wir haben ja im Marktmodell immer die eine Achse, das ist die relative Performance, dass wir sehen, welche Werte gehen besonders gut und das wird verglichen hier zum Beispiel mit dem MSCI World und da sehen wir, dass die höchsten ist hier der SDAX, dann NQ, das heißt der Technologiebereich, der aber jetzt schon sehr weit hochgelaufen ist und dann S&P 500 auch sehr weit und dann der Dow Jones EWM ist deutlich hochgekommen, der war vor ein paar Tagen. Und das ganze Thema hier noch ganz weit unten im roten Bereich. Ich zeige das auch mal ganz gerne jetzt im klassischen Chart. Und da sieht man hier schon, ui, das sind so gelbe Pfeile. Das ist jetzt hier mal der Technologiewert. Wir können das gleiche auch nochmal in Q uns anschauen. Und da sieht man auch, dass der hier so richtig weit runtergelaufen ist. Da haben wir den EMA 200, das ist hier so der Chart vom Future, dann der EMA 100, der EMA 50, die ich immer übereinander habe. Und das war hier so eine klassische Widerstandszone. Ich hatte das auch mir nochmal angeschaut, von dem Tiefpunkt bis zum Hochpunkt, wo sind wir da? Und da haben wir hier ganz knapp hier die 38% erreicht, wenn wir dann auch nochmal von den anderen Werten das uns anschauen, da haben wir hier auch nochmal genau der gleiche Cluster zufällig und hier auch nochmal. Das heißt, wir haben hier mehrfach diese Clusterbildung mit einem möglichen Wendepunkt in diesen Bereichen. Und das eben auch am EMA 200.
Das fand ich sehr spannend. Und dann hatte ich zum Beispiel hier angelegt und gesagt, okay, wenn wir vergleichen die Länge dieses mit dem, da kommen wir fast auf diese 100%. Das heißt, das hat sich hier alles angedeutet, dass wir hier bald eine Drehung kriegen, als der Wert hier unten war. Und dementsprechend war es für mich eigentlich dann auch spannend zu sagen, okay, jetzt erwarte ich, egal wie die Umstände aussehen, da schreit natürlich jeder Hilfe, wir können nicht mehr und wir hatten hier auch großes Volumen dann am nächsten Tag. Und genau an diesem Volumentag hier, da hatte ich dann zum Beispiel gesagt, na okay, jetzt eröffnest du mal hier Positionen. Und das, was man da am wenigsten falsch machen kann, ist natürlich erstmal in die Big Seven, das heißt so eine Netflix, eine Nvidia und sowas hatte ich da erstmal reingenommen. Und dann aber auch sehr, sehr viel jetzt hier Optionen geschrieben. Und was ich dann gemacht hatte, war ganz klassisch hier im Trade Scanner reingegangen. Trade Scanner da reingegangen. Und ich kann ja das auch retrograd so ein bisschen machen. Also ich sage, okay, ich gehe hier in den Cash Secure Put hinein. Und dann waren das ja so, ja, doch schon ein paar Tage zurück. Und dann die Technologiewerte. Bisschen die Preise nach oben schrauben, dass man die auch sieht. Und da hatten wir wirklich sehr viele gute Werte. Genau, hier STX, den hatte ich dann zum Beispiel auch hier tatsächlich rausgezogen. Und das war ja träumische. Also STX zeige ich auch nochmal hier im Chart. Der ging hier so schön gemütlich runter und dann hatte ich hier im Prinzip meinen Turning Point und was ist passiert? Passt wieder wie die Faust aufs Auge, also Turning Point Signal gekriegt. Hier soll der Stop sein, wenn ich jetzt Aktien handle. Und hier hat er dann auch gesagt, da geh mal raus. Und das haben wir über die Optionen gemacht. Das heißt, hier in dem Fall habe ich einen 60er Call gemacht, Put geschrieben, hier unten. Ich glaube, das müsste hier auch so in dem Dreh gewesen sein. Jetzt zeigt er hier 65. Ich hatte aber einen 60er gemacht. Weil 65 wäre hier zu nahe gewesen. Da war das Delta noch 0,15, das heißt 85% Trefferquote. Mit Turning Point rechne ich dann halt immer, also wenn ich hier 0,5, 0,15, wenn ich mal schön malen könnte, mal. Und ich komme beim Turning Point eben auch auf relativ hohe Quoten. Das heißt, da ist auch 85% Trefferquote. Dann könnt ihr mal ausrechnen. Rechnen, machen wir das mal zusammen. Macht das wirklich alles immer nur rein statistisch. 0,15 mal 0,15. Und dann kommen wir hier auf 0,02, das heißt 2,25%. Und dann machen wir dann minus 1 und dann das 97,75%. Und wenn man dann sieht, wo ich gerade beim Börsenbrief liege, da ist es fast der gleiche Wert. Ich bin gerade bei 97,9%. Und das über 190 Trades. Das ist wirklich eine rein mathematische Geschichte, wieso das funktioniert oder eben nicht. Das hängt mit dem Turning Point zusammen und dann eben mit dem Delta. Genau, also das war hier so ein Trade, den ich gemacht hatte. Der ist dann hier einfach hochgelaufen, buff, ab ins Ziel. Ich hatte auch so ein paar andere noch im Laufen. VRT. Hier sieht man wieder das gleiche Spiel. Turning Point geht genau bis zum Target und dann dreht er wieder. Also es ist hier natürlich kein Zufall. Und hier hatten wir mal in der Bereich, in dem Bereich hier ein Strangle gehabt. Das heißt hier ein Strangle, einfach ein 50er in dem Bereich und ein 30er hier unten. So ungefähr. Und da sollte sich der Kurs drin bewegen.
Und das hat er auch wunderbar gemacht. Das heißt, er ist hier erstmal runtergelaufen. Hier in dem Bereich, als er unten war, wurde der Call automatisch verkauft. Also ich mache das ja immer so, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich bei 30%, Quatsch, bei 40%, wenn der Kurs noch wert ist. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel einen Dollar gekriegt habe, wenn der nur noch 40 Cent wert ist, automatisch das Verkaufslimit mit reinsetze. Und Input auch. Und ja, hier fragt gerade jemand, was ist der Turning Point? Turning Point ist mein Handelssignal oder eines meiner Handelssignale. Das nicht nur auf einen klassischen Indikator beruht, sondern tatsächlich, da steckt schon deutlich mehr dahinter. Wie viel Retracement war da, also wie weit ist der Kurs runtergegangen, wo ist ein Wendepunkt? Und mein Grundgedanke war damals, kann man einen Wendepunkt bestimmen, bevor er überhaupt eintritt? Und das habe ich halt hier so nah wie möglich versucht hinzukriegen und das funktioniert echt sehr, sehr schön. Und der Turning Point, der ist dann auch hier im Trade Scanner mit eingebaut. Den kann man auch tatsächlich suchen. Also je nachdem, hier sind verschiedene Handelssignale. Strangle bedeutet zum Beispiel, dass es eher so ein seitwärts laufender Wert ist. Dann gibt es ein Spread Entry, der ist eher gedacht hier für Zeit. Der kann beide Richtungen im Prinzip ganz gut abfrühstücken. Ich zeige das mal auch hier im Chart. Weil sehr oftmals die Frage ist ja, wie kann ich jetzt hier einen schönen Ein- oder Ausstieg machen? Und da ist der Spread Entry von mir relativ gut geeignet, weil der eigentlich bei jedem Wert, da können wir schauen, wo wir wollen, gute Signale liefert. Das heißt, Einstiegssignale gegen den Trend sind sie so türkisfarben, im Trendrichtung sind sie rot, wenn es runtergeht, wenn es ein Aufwärtstrend ist, sind sie grün und dann geht es hoch. Und genau, also das ist, und dann habe ich hier auch die Ausstiegssignale. Das ist hier alles schon mit eingearbeitet in das System. Genau. Und wie schon gesagt, beim Strangle, das bedeutet einfach nur, dass wir eine Seitwärtsphase haben. Das heißt, wir haben hier oftmals so die Bollinger Bänder, die kann ich natürlich immer reinnehmen. Oder ich glaube, hier geht es schneller, dass wir irgendeinen Wert nehmen. Und dann mal die Bollinger Bänder reinlegen. Das ist ja auch, was viele handeln. Und dann soll der Kurs ja möglichst in der Nähe der Bollinger Bänder sein. Und dass der Kurs 90 Tage mehr oder weniger keine großen Schwankungen hat. Das heißt, plus minus 10% ist akzeptabel, aber nicht viel mehr. Und das soll halt seitwärts laufen. Und dann ist das für mich ein Strangle-Signal. Also das. Genau, die sind alle relativ komplex gebaut. Die kann man jetzt nicht so ganz schnell einfach mal in TradingView oder sonst wo nachbauen, sondern die sind schon ein bisschen aufwendiger. Dafür funktionieren sie halt auch besser. Also das sieht man hier zum Beispiel, da ist ein Turning Point Signal und dieses Signal findet sich halt auch hier zum Beispiel im Trade Scanner oder hier im Magina Trader. Das ist das gleiche Signal. Da habe ich hier mein Turning Point Signal. Markus, Was wir ich. haben die Frage im Chat, was ist eigentlich ein Turning Point? Ja, bin ich da nicht drauf eingegangen gerade? Hey, das scheint noch nicht so ganz geklärt zu sein für den Teilnehmer. Okay. Also ein Turning Point, oder? Achso, kann man diese Signale abonnieren? Ja, natürlich kann man die Signale abonnieren. Ah, klar. Darum geht es ja hier auch. Das heißt, hier machen wir das für Optionshandel, aber das geht natürlich genauso für den Aktienhandel. Entweder hier im Agena Trader habe ich ein Turning Point Paket direkt, wo diese Werte drin sind und da wird das im Prinzip auch direkt rausgesucht. Da sieht man, ui, das sind ja schon ziemlich coole Signale, was da angegeben wird. Aber die funktionieren auch sehr, sehr gut, dass dann die Werte auch steigen. Nicht immer. Da gibt es auch das Ding, der Kurs muss zum Beispiel über ein bestimmtes Niveau hier drüber laufen, sonst gilt der nicht. Aber diese kann man auch klar käuflich erwerben bei mir im F-Stack Shop. Genau. Gut.
Ja, wir waren ja noch bei der Gesamtmarktanalyse. Jetzt sind wir da natürlich mal ein bisschen reingekommen. Genau. Ja, wir wollten ja auch noch mal. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen klären. Genau. S&P 500, der ist ja jetzt hier so ziemlich weit runtergelaufen gewesen und wir sehen es, ui, sehr stark runtergedreht. Wir haben hier jetzt noch bestimmte Widerstandslinien und eine Sache ist natürlich ganz wichtig, der ist schon relativ weit hochgelaufen. Das heißt, wir sehen das auch hier in dem Bereich, ui, das wird langsam hier die Luft dünn, er wird orange. Das heißt, das ist für mich immer so ein klares Signal, der könnte jetzt bald eine Drehung sein. Das Gleiche haben wir natürlich im NQ. Da zeigt sich das auch, dass die Luft hier schon fast draußen ist. Wir können das auch im FDAX sehen. Da ist er noch nicht ganz so stark gelaufen, aber ich hatte auch hier schon die Prognose gemacht, jetzt über die Woche, dass wir wahrscheinlich erstmal fallende Kurse erwarten können, weil er eigentlich so weit hochgelaufen ist. Genau, dann in den anderen Indikatoren, da haben wir jetzt hier zum Beispiel Financial, sehen wir, ui, die machen fast alle das gleiche Spiel mit. Die laufen zurzeit sehr, sehr parallel. Da hat man jetzt keine großen Auswirkungen, außer dass die Performance dann teilweise ein bisschen niedriger ist. Das heißt, hier haben wir ja einen sehr, sehr starken Abverkauf gehabt und dann hat der Wert erst gedreht. Das heißt, hier macht es nicht wirklich Sinn, long zu gehen, sondern ich mache ja das immer dran fest, dass lila, blau, gelb übereinander ist. Und das sieht man ja hier im Energiebereich zum Beispiel ganz gut, dass wir hier eher mal tendenziell steigende Werte haben. Was wir hier aber auch sehen, ist, dass der Kurs hier hochgelaufen ist, hat hier gedreht auf den 200er, hier hat er gedreht und jetzt könnte es sein, dass er dann noch ein bisschen nach unten geht, was die Energy angeht. Er ist auch jetzt hier bei 0,97, nicht mehr der höchste. XLU Utilities, der kommt jetzt halt richtig stark. Das heißt, der ist hier erstmal so richtig weit runtergelaufen gewesen. Und jetzt kommt er und wie man immer sieht, die EMAs, die ich da drin habe, die machen schon irgendwo Sinn. Das heißt, hier sieht man rot, EMA, er dreht hier an der Stelle, hier dreht er auch wieder am blauen. Und das hat man hier auch, haben wir am blauen gedreht und so, das hier am roten gedreht. Das habe ich immer wieder drin und macht halt total Sinn, da ein bisschen drauf zu achten. Und wir sehen auch, okay, der ist jetzt schon in diesem extrem orangenen Bereich. Da kann es jetzt natürlich sein, dass der auch wieder nach unten kommt. Das heißt, wir können hier auch durchaus mal eine Put-Option kaufen, wenn man das mal machen möchte. Oder man kann hier auch einen Call kaufen, weil der verkaufen. Dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir gehen hier ein ganzes Stück über dieses Hoch. Zum Beispiel hier 65er. Mit ein bisschen Abstand, 67,5er, können wir ja mal uns anschauen, was es da an Prämie gibt, dass wir hier auch mal was machen. Das heißt, dass der XLU. Da gehen wir hier in die klassische TWS hinein, gehen in den Optionstrader, dann tippen wir hier einfach mal ein XLU. Und dann wollen wir, ich würde hier in dem Fall sagen, okay, wir nehmen den normalen Verfallstermin. Und dann hatten wir gesagt, 67 von dem Dreh. Da gibt es jetzt nicht wirklich viel. Nehmen wir eher dann, schauen wir mal, wo wir noch Widerstände haben. Also ich würde vielleicht gerade so hier an den Widerstandsbereich rangehen, aber das ist dann schon ein bisschen tricky. Aber man kann es durchaus machen. Das heißt hier 65. In dem Bereich würden wir dann verkaufen. Das heißt, mal schauen, was wir hier an. Da steht ja hier 45, 47. Ich habe jetzt hier nicht meine Live-Daten, TWS drin und dann kann man das einfach so überschreiben und rausgeben. Also so einfach kann man dann, also hier waren ja die Verfallstermine und dann auf der linken Seite die Call. Wenn es rot ist, ist das der Verkaufsbereich, blau der Kaufbereich. Auf der rechten Seite, das sind die Puts und Calls. Genau. Also da
relativ einfach, das zu machen. Wartet man ein bisschen ab und ansonsten muss man ein bisschen nachverhandeln. Genau. Wir können uns auch noch mal anschauen, was jetzt hier bei mir der Trade Scanner direkt sagt. Und gehen einfach mal den ganz normalen Weg durch, was ich zum Beispiel früh immer mache. Also das war jetzt hier so ein bisschen Profi-Niveau auf dem Agena-Trader. Jetzt machen wir es mal in der einfachen Variante. Da würde ich einfach nur reingehen, okay, und sagen, welche Sektoren machen Sinn. Und dann, solange die hier in diesem gelben Bereich oder in diesem grünen Bereich drin sind, suchen wir uns die, die am stärksten sind. Eben hatten wir das von Hand gesucht, das Utilities, wo ganz gut ist. Wir haben ja auch den Bereich Utilities, das heißt, wir gehen da rein in den Cash Secured Put. Meistens kann man auch so drauf drücken, suchen uns die Versorgungsunternehmen, das sind die Utilities. Und schauen mal, ob wir da Signale finden. Genau, und dann sehen wir hier sofort Signale, zum Beispiel für einen Cash Secured Put. Das ist jetzt hier das Strangle-Signal, da muss man ein bisschen aufpassen, aber prinzipiell ist es eben genau das. Und was ich da auch noch sehe, sind eben Open Interest Levels drin. Wie steht der Wert da? Wie hoch ist die Erfolgswahrscheinlichkeit? Was ist das für eine Firma? Was produziert die? Und dann haben wir hier immer noch ein Rating, fundamentales Rating. Man sagt, okay, wie stehen die da? A bis C ist soweit in Ordnung. Drunter würde ich es nicht machen. Genau. Oder man macht es einfach ganz stur. Ja. Aber jetzt will ich mich nicht verrennen, sondern bleiben wir dabei. Das heißt, wir haben Utilities, wir haben Technologieunternehmen. Technologie war ja das, was ich auch gesagt hatte. Die findet man hier sofort, weil die ganz oben stehen. Schauen wir uns das an. Finden wir Technologieunternehmen. Technologie. Manchmal gibt es hier da deutlich bessere Signale. Da habe ich hier zum Beispiel CLS mit Turning Point. Und das ist jetzt ein deutlich, deutlich besseres Signal. Wir wissen aber auch, dass wir hier einsteigen können. Schauen wir uns das auch nochmal an im normalen Agena Trader. Was wir da sehen, sehen wir auch, ah ja, der Wert hat schön gedreht, geht nach oben und wir sehen einen klaren Aufwärtstrend. Das heißt, wir sehen, dass der Kurs einfach hier hoch geht, hat da gedreht und das muss auf den ersten Blick sichtbar sein, dass wir hier wirklich aufwärts gerichtet sind. Da macht es einfach auch Spaß, das zu handeln. Hier sieht man auch wieder den Turning Point, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Hier sind auch die Turning Points im Prinzip sichtbar. Und dann steht im Prinzip schon drin, was ich zu tun habe. Hier ist das Put verkaufen bis zum 15.12. Das sind 39 Tage, der Strike. Und das gibt die Prämie. Das bedeutet eine Return on Capital von 1,69%, also aufs eingesetzte Kapital. Ist nicht verkehrt. Dann wie viel Prämie und so weiter. Das können wir jetzt mal anschauen. Was haben wir hier noch? Wir sehen Gesamtbewertung C. Earnings sind schon direkt gecheckt. Gibt es nicht in dem Bereich. Gut, dann geben wir den mal ein. Das heißt 15.12. CLS. Da sucht man wieder, welcher Verfallstag. Und dann der 22.5. Der steht hier. Da muss ich auf den Verkaufsbereich drücken. Jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen das Spread. Wir müssen einfach mal schauen, was denn funktioniert. Probieren wir mal hier mit dem 35 Cent, wird da mit reinkommen. Ansonsten machen wir es einfach mal, dass wir ein bisschen näher rangehen, dass wir dann auch sehen, wie eine Schließung dann geht, beziehungsweise ein Target reinzusetzen, funktioniert. Wenn wir noch warten, bis es grün wird. Jetzt ist er grün, jetzt ist er hier simuliert, übermittelt, das ist er. Probieren wir das mal. Order ausgeführt. Gut, jetzt hat er hier die ausgeführt. Das muss man natürlich immer, ups, schauen, wie groß ist das eigene Depot. Ja, wo sind wir? Da sind wir.
CLS, da haben wir den. Da steht jetzt hier auch drin, was ist das für ein Finanzinstrument? Ist genau der. Wenn wir jetzt sagen wollen, wo kommen wir rein, wo schließen wir? Hier hat sich's offensichtlich nur bedingt geklappt. Da sehen wir 28,9. 28,9. Ich sage ja immer, ich möchte 60% Verfall haben. Was bedeutet 60% Verfall und wo ist der? Wir haben hier den aktuellen Kurs und ich habe extra in dem Chart schon mal die 60% eingezeichnet. Und das bedeutet, wenn diese grüne Linie erreicht ist. Das heißt, wenn der Kurs hier einfach nach oben steigt, das würde uns hier völlig ausreichen, wenn er mal kurz dran geht oder in dem ganzen Verlauf hier oben irgendwo drüber bleibt. Also viel mehr ist es da gar nicht, sondern da braucht er einfach nur ranlaufen. Und wie gebe ich das ein in der TWS? Ganz einfach, ich klicke einfach hier rein. Und manchmal steht das mit Plus, manchmal mit Minus drin. Auf jeden Fall braucht man da gar nicht groß denken, sondern ich drücke einfach auf Schließen und dann wird immer die Gegenposition aufgebaut. Also wir haben jetzt eine Minusposition, dann ist es eine Plusposition. Und jetzt müssen wir eben rechnen, 30 Cent mal 0,4. So einfach Taschenrechner nehmen. 0,3 mal 0,4 ist gleich 12. Das heißt, wir runden immer, also das ist so meine Devise, immer auf 5. Das heißt, 0,10 ist zum Beispiel dann ein gültiger Kurs für mich, den ich dann einfach hier so nehme, eingebe. Den kann ich auch hier rein tippen. Also wenn es zu viel Sucherei ist, gebe ich das so ein. Drücke einfach auf GTC, übermitteln und gut ist. Und dann habe ich hier die eine Seite schon mal als Fire and Forget. Das heißt, da brauche ich jetzt nicht wirklich länger überlegen. Der ist erstmal drin. Und ich kann natürlich oder muss natürlich schauen, wenn der jetzt hier zu weit am Steigen ist, dass der rausgeht. Aber was ich da immer mache, ist Folgendes. Wir haben ja jetzt den hier drin, das ist der 22,5er, der uns hier angeboten wurde. Das hier. Das heißt, der Kurs, wenn der jetzt hier runterkommen würde, ist es ja meistens so, dass er dann nochmal nach oben geht. Meistens sogar hier gemäß Fibonacci-Retracement. Das heißt, wenn wir sagen würden, der würde hier runtergehen, dann kommen wir meistens auch wieder bei unserem Strike raus. Das ist so meine klassische Strategie, die ich da handle. Gut, was haben wir noch an Werten zur Auswahl, dass das hier möglichst einfach mal geht? Ich schaue halt immer, finden wir besonders viel Open Interest in dem Bereich. Und je größer die grünen Balken hier unten sind, desto schöner ist es. Und da macht es auch Sinn. Und anders würde ich es auch gar nicht machen. Grüne Balken und dann auch, dass wir einen gewissen Abstand haben. Und der Abstand wird hier auch immer angezeigt. Das heißt 10, 20%. Je weiter, umso schöner ist es natürlich, wenn ich was habe. Hier sieht man auch, okay, das ist jetzt hier schön weit weg. Es sind viele grüne Teilbereiche der Balken. Wir haben einen Aufwärtstrend. Ideal, einfach möglich. Genau, hier ist nochmal der STX, von den ich da schon gehandelt habe. Hier sieht man nämlich genau das Prinzip, warum ich die Open Interest Levels auch drin habe. Das heißt, der Open Interest Level ist hier bei 72,5. Schauen wir uns das mal an, hier im Chart. STX. Hier sind die Hauptbalken gewesen, Open Interest Levels, und da hat der Kurs gedreht. Finde ich gar nicht mal so uninteressant, das zu wissen im Chart direkt. Das haben ja die wenigsten auch im System drin. Das heißt, für viele wahrscheinlich auch was Neues oder da wird jeder Open Interest Wert, können wir mal uns anschauen, hier in der TWS von jedem Verfallstag.
Das heißt hier die 72. Wie viel gibt es da? Hier gibt es 8. Ne, Quatsch, wir müssen auf der Call-Seite schauen. 70. Dann haben wir hier 1500 noch dazu. Dann nochmal 71. Dann werden nochmal 8 dazu gezählt und so weiter. Das Ganze wird pro Verfallstag durchgeackert. Dann nochmal 1600. Und diese Zahl steht hier drin. Wenn ihr schnell nachgerechnet habt, kommt das ungefähr hin. Diese 2700. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr hilfreich zu wissen, wo denn hier diese Werte herkommen, wie man das rechnet und wo Widerstandslinien sind. Das heißt, macht es denn Sinn, wenn der Kurs da steht und da habe ich ro große rote Balken, wahrscheinlich ist es eher schwierig, hier noch weiterzugehen. Genau, deshalb meint das dann auch nicht unbedingt, sondern ich möchte ja einen Wert haben, der nach oben viel frische Luft hat. Genau. Und deshalb, ja, man kann es sich auch einfacher machen, dass man sagt, okay, lass mir hier alles raus zeigen. Und da wird auch noch hier so ein wichtiges Signal genannt und das ist der Rank. Je höher der Rank ist, desto stärker laufen die Werte. Das heißt, desto krasser gehen die auch nach oben. Das sieht man immer wieder. Sobald die eine hohe Zahl haben, steigen die extrem. Hier hat man auch wieder die Verdichtung weit unter den Widerstandslinien. Da geselle ich mich zu anderen Put-Verkäufern. Hier nach oben weiß ich, okay, da hört es irgendwo auf. Genau. Und also hier Spread. Dann gibt es ja manchmal die Lust der Dividendenjäger. Das kann man hier auch sehr, sehr schnell haben, wenn man sagt, okay, welche Werte sind hier besondere Dividendenaristokraten? Welche sind fundamental besonders gut? Wo habe ich viel offenes Interesse drin? Was war der letzte Preis? Und so, da kann ich mir alles zusammensuchen. Oder dann auch sagen, okay, ich möchte vielleicht kürzere Laufzeiten mal haben. Dafür ist der Trade Scanner eben gemacht, dass man sagt, hier, ich möchte da was anderes haben, möchte größere Werte auch mal finden. Ganz wichtig wenn ich jetzt Indizes suche, dann müssen immer die Earnings ausgeschaltet sein, weil die haben natürlich keine. Dann wird hier automatisch gerechnet, zum Beispiel eine Mindestkapitalrendite. Das heißt, ich kann die höher setzen, dann geht es natürlich darum, dass ich hier noch ein bisschen mehr Geld verdienen möchte. Gibt es halt nichts mehr. Wenn ich dann mit dem Wert runtergehe, gibt es gleich viel, viel mehr Werte. Weil das hier alles live jetzt gerechnet. Genau, dann Open Interest, wenn ich sage, ich möchte das ein bisschen höher haben oder so. Alles kein Problem, kann man sich alles ausgeben lassen und dann ist es dann auch gleich da. Ups. Und viele Berechnungen jetzt hier gerade hier rumgeklickt, macht nichts. Dann nochmal drauf drücken und schon habe ich hier die Werte. Dass zum Beispiel hier gesagt wird, okay, ja, könnte man nehmen als Strangle oder dann Intel als Spread Entry. Da wird eben schon gesagt, okay, der war jetzt 3 Tage, kann das Signal zurück sein. Wenn ich das Aktuelle haben möchte, kann ich das auch ändern. Wenn ich gerade mal nichts finde, wenn ich auch mal ein paar Tage weg war und so. Da kann man sehr, sehr viel einstellen. Gut, machen wir das auch mal für den Strangle. Strangle ist ja einfach nur die Sache, dass wir sagen, okay, wir wollen auf der Seitwärtsphase sein. Da steht dann nur Signal, das heißt, das ist einfach nur, okay, es gibt hier ein Strangle-Signal. Und da wird im Prinzip geschaut, gibt es hier Signale oder Werte, die so seitwärts laufen. Das heißt, hier auch dieser Teilbereich, da schaue ich wieder genau aufs Gleiche. Ich möchte viel Open Interest innerhalb des grünen Bereichs haben. Hier habe ich es außerhalb, das heißt, das ist jetzt nichts. Jetzt holen wir uns mal einen anderen Wert, wo das eher dann der Fall ist. Hier können wir uns mal merken, der auch Tokio sein. Nee, noch nicht. Tech wäre was. Genau, dass wir das mal uns anschauen. Das heißt, wir haben im unteren Bereich haben wir hier den Put, hier oben den Call.
Gehen wir uns das mal an, wie das eingegeben wird. Tech. Das ist ganz wichtig. Wir müssen hier in den Strategy Builder hineingehen. Brauchen natürlich hier den Wert Tech. Und geht da nichts. Wir sind im Verfallstermin auch wieder 15.12. Das ist meistens jetzt gerade der Fall. Und dann haben wir den Put, ist ein 33 und der Call ein 43er. Das heißt, wir suchen uns hier den 33er. Also ich hätte hier drauf gedrückt, dann ist er hier drin. Und den 43er muss ich natürlich auf der Call-Seite suchen. Diese ganzen Sachen, wie sowas geht, das habe ich auch YouTube-Videos gemacht, dass das einfach ist. Genau, und dann sehen wir, okay, wir werden in der Ausführung, ganz wichtig, Minus. Das heißt, wir bekommen Geld, wenn der gemacht wird. Dann liegen. Ich mache es auch ganz bewusst, dass wir mal in den unteren Bereich gehen. Da steht dann immer ein grünes C drin. Normalerweise müsst ihr versuchen, möglichst hoch reinzugehen, weil er dann ja auch mehr Geld aufs Konto überwiesen bekommt. Dann steht eben hier drin, wie ist das Limit? Ja, genau. Und dann werden wir wahrscheinlich jetzt hier, ja genau, manchmal ist das hier ein bisschen verwirrend, weil er dann hier auf Kaufen steht, aber es ist, solange das noch im Grün war, zuvor als C ist alles gut. Jetzt müssen wir bloß kurz warten, bis er da das übermittelt hat. Ein bisschen Überbrückungsmusik dazu. Müssen wir noch einbauen. Ja, unbedingt, oder? Also, so ein bisschen. Also mein Gesinge taugt da nichts dafür, ehrlich gesagt. Das kann aber dann tatsächlich auf der Demo-Umgebung ein bisschen länger dauern. Ja, das, genau, das. Genau, das. Das kann immer ein bisschen brauchen. Ja. Das macht keinen Spaß dann in der Demo. Ich mache es ja auch fast nie in der Demo. Ich kann es kaum bedienen. Ja. Oder wir haben es hier so für El Bandi. Wenn ich singe, vielleicht weigert sich dann jemand, das nicht zu nehmen. Für $5 höre ich auf zu singen oder so, dass es dann der Kurs hochgeht. Ja, vielleicht können wir weitermachen. Das wird ja dann im Hintergrund ausgeführt. Ja, genau. Oder Genau. du wechselst auf Market. Dann könnten wir vielleicht eine schnellere Ausführung, dient nicht der Sache, aber dann entsprechend einfach nur. Ja, das muss einfach sehen, ja. Wie es umgesetzt wird. Ja. Aber das kriegen wir ja dann noch Bescheid. Dann können wir einfach weitermachen. Können wir noch, ja, einfach dann auch nochmal wichtig, dass man sieht, wie wird das dann geschlossen, genau. Aber das ist mir im Prinzip hier wichtig, dass man sieht, ah ja, hier sind die Open Interest Balken innen drin. Und da, das macht einfach Sinn, dass wir keine besonders starken Kursverläufe hier erwarten werden. Genau, also man sieht hier wirklich schöne Beispiele, was funktionieren kann, was läuft. Halliburton hier sieht man auch oben ganz stark, hier unten eben nicht. Das heißt, das ist jetzt hier nicht unbedingt ideal für die von der Put-Seite. Aber was ich hier trotzdem machen kann, ich kann ja auch die Call-Seite alleine machen. Können wir ja auch mal zeigen, wie das geht. Einen reinen Call, oder? Nee, Call hat man schon gesetzt. Okay, passt. Also man sieht hier wirklich ganz, ganz viele schöne Werte, die man handeln kann. Manche lieben es ja auch, Earnings Trade zu machen. Das heißt, man verdient hier dadurch an dem Delta, an dem Theta-Verlust, dass vor den Earnings besonders viel Unsicherheit im Markt ist, und das wird dann freigegeben nach dem. Und dann, solange ein Signal hier drin ist, dann weiß ich, ah ja, dann läuft der Kurs eigentlich auch eher seitwärts. Ansonsten ist es ein bisschen mehr risikoreich, aber man sieht, hier wurden doch sehr, sehr viele Werte ausgegeben, die jetzt die nächsten Tage Earnings haben.
Und das sind immer Strangles angegeben. Das heißt, da wird dann immer gesagt, okay, die Abweichung macht dann Sinn. Hier zum Beispiel 1,50 Dollar kann man hier noch kriegen. Und dann sollte man aber auch nach den Earnings im Prinzip dann relativ bald wieder draußen sein. Hier steht der siebte, sind die Earnings. Ja. Im achten, also wenn man sich das selber von Hand raussuchen soll, dann ist man wahrscheinlich der ärmste Hund, das zu machen. Genau, aber hier sind ja dann relativ schön immer dann die Beispiele dann auch drin, was man dann handeln kann, welche Grenzen sinnig sind. Genau. Das haben wir noch nicht eingebucht. Nein. Gut, was haben wir noch? Was so für die Wenn meisten du wahrscheinlich. ein Signal dann entsprechend auswählst, achtest du auch da auf Fundamentaldaten und Ratings, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, das hatte ich ja hier in meiner Liste mal gesagt, dass ich sage, bei den Fundamentaldaten möchte ich gerade bei den Cash Secured Puts immer bei ungefähr A bis C sein, bei Strangles durchaus C und D. Wir wollen ja nichts, was besonders gehypt wird, sondern wir wollen ja langweilige Werte haben. Und natürlich auf der Bear-Call-Seite, wenn ich die einfach nur handle, dann möchte ich auch nicht die allerbesten Ratings haben, sondern dann ist auch eher ein C, D, E ideal. Also danach gehe ich dann immer. Das heißt, das, was wir gerade gemacht hatten, Gesamtmarkteinschätzung, was war die Sektorenanalyse, wie ist der Einzelwert, wie ist das Signal, das sind wir jetzt gerade so durchgegangen. Das heißt, hier, wie ist das Signal, taugt das was, wo liegen die Open Interest Levels, wo sind die Fundamentaldaten, das haben wir jetzt alles genauso gemacht und dann eben so den Trade im Prinzip platziert. Oder? Habe ich was vergessen? Nee, nee, alles gut. Genau, habt ihr noch weitere Fragen? Ja. Ich bin da wirklich ganz stur und gehe immer nach diesem Schema durch. Und außerhalb des Schemas handle ich auch nicht. Und das macht auch eigentlich einen dann total ruhig und gibt einen die Ruhe, dass man im Dauer oder handeln kann einfach. Dass ich weiß, okay, die Signale funktionieren, die funktionieren zu einem riesen Bereich. Das ist natürlich, gerade auch wenn man Einsteiger ist und weiß nicht so richtig seine Strategie, ist das halt mit dem Cash Secured Put oder solche Sachen sehr, sehr angenehm, weil man halt sehr viel mehr Trefferquote hat als mit den meisten Strategien. Das heißt, man erwischt viel, viel besser die richtigen Trends. Das läuft. Natürlich ist man manchmal nicht atemberaubend hohe Renditen, aber darum geht es auch gar Order nicht. ausgeführt. Ah, jetzt wurde genau, sondern dass man erstmal in den Bereich kommt, dass ich erstmal eine Trading-Strategie habe, die für mich funktioniert und ich klarkomme und vor allem, dass ich die auch nebenberuflich machen kann. Wir hatten das ja jetzt nicht gerade ewig lang rumgesucht, sondern wir konnten da sehr, sehr schnell im Trade Scanner was finden. Gut, jetzt gehen wir noch mal kurz rein in den Strangle. Das ist ja hier der Strangle, der Tag. Und dann machen wir wieder das gleiche Thema. Das heißt, wir haben hier 50 Cent gekriegt, also 49,7, runden mal ganz kaufmännisch auf 50,5 mal 0,4 gleich 0,2. Also ganz, ganz komplizierte Rechnung. Drücken hier genauso auf Schließen. Machen hier 0,2, dass wir nicht so viel tippen müssen. 0,2. Oder habe ich das hier? Ja, ich mache es mal wieder so rum. Nee, kein. Falls manchmal ein bisschen verkaufen im Minus heißt kaufen. Das meinte ich. Das kann manchmal verwirrend sein. Ist aber, wenn man schließen drückt, relativ einfach. Da kann ich dann keine Fehler machen. Und dann ist es schön reingelegt und feiert und forget. Genau. Gut, wir waren ja hier
was die Psyche da angeht. Das heißt, je stärker ihr da drauf achtet, wirklich einem Handelsplan durchzugehen, desto einfacher ist es für euch. Und gerade am Anfang, Sicherheit ist so das Wichtigste aufzubauen, dass ich nicht 27 verschiedene Strategien weiß und kenne und dann noch mal ein Buch und noch eine Strategie, sondern ganz stur das handle und dann erfolgreich darin bin, weil dann kann ich das auch langfristig machen. Wenn ihr wisst, ja, jetzt kann ich hier eine oder zwei Strategien sehr, sehr gut handeln, dann kann man noch mal darüber reden, ob man noch eine zweite, dritte oder vierte dazu nimmt. Aber erstmal Brot- und Butter-Strategien, dass man nicht in der Einzahlerbereich ist, sondern dass man immer wieder ja, Rendite macht und Geld verdient damit. Ja, Nelson, was denkst du noch aus deiner Sicht? Ja, du bist der Experte, hör mal. Nee. Da bin ich entsprechend, verhalte ich mich da neutral. Allerdings ist das auch insbesondere für Anfänger, sollten natürlich sich schon sehr gut informieren, was tatsächlich ein Cash Secured Put dann auch letztendlich bedeutet, Stichwort Andehnung etc. Ja, genau. Genau. Wir haben da auch etliches an Videos gemacht dann im Trade Scanner, dass man das sieht. Und ja, ganz, ganz wichtig, gerade wenn ihr zum Beispiel hier so ein Trade Scanner-Abo dann abschließen wollt, gibt es dann auch hier über die FX Flat-Seite dann auch ein ja, da könnt ihr da rein, entweder über die Perlentaucher-Strategie oder ihr fragt danach, kriegt ihr dann auch das natürlich über die Option nochmal 10% reduziert, wenn ihr dann Konto eröffnet. Also das ist bestimmt auch ein cooler Deal für alle, die das hier das Konto haben beziehungsweise neu eröffnen. Ich glaube, bei Konto haben, da kann man euch auch im Vertrieb anschreiben und dann habt ihr ja so einen Code, den ihr dann weitergeben könnt, gell? Genau, einfach einen Service anschreiben und dann können wir entsprechend weiterhelfen. Genau. Ansonsten, ja, also wenn Sie bereits ein IB-Konto haben, können Sie trotzdem zusätzlich auch bei FXLED bei uns ein weiteres Konto eröffnen. Genau. Wird hier gefragt. Ansonsten, wenn Fragen auch im Nachgang noch auftreten, dann leiten wir diese natürlich auch gerne weiter. Können Sie auch an uns senden oder der Markus kann vielleicht auch nochmal seine Kontaktdaten nochmal zeigen. Klar. Die sind ja bei mir hier. Das heißt, man kann über support@tradescanner.de natürlich an mich rantreten, auch mal telefonieren. Natürlich bin ich immer wieder viel beschäftigt, aber es geht schon. Super, dann war das auch doch ein runder Abschluss jetzt und haben wir alles durch. Möchte mich für das Webinar bedanken, dass du hier mit mir alleine durchgezogen hast und natürlich an der Stelle gute Besserung an Thorsten. Und vielen Dank an alle, die dabei waren und für sich für das Thema interessiert haben. Wünsche natürlich noch einen schönen Abend und auch eine erfolgreiche Woche. Ist ja jetzt ganz am Anfang. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und Markus, du hast traditionell das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, ich danke auch nochmal ganz herzlich auch an Nelson und FX Flat, dass ich das Webinar halten durfte. Natürlich an alle Zuschauer, dass sie da zugeschaut haben, aktiv mitgefragt haben. Das macht dann immer besonders viel Spaß. Vielen Dank. Super, ciao.